Siemens hat zur Hauptversammlung eingeladen und ich habe es mir natürlich angehört. Es war die erste Hauptversammlung nach der Abspaltung von Siemens Energy. Es war die erste Hauptversammlung, ordentliche Hauptversammlung, virtuell. Die letzte Hauptversammlung, ordentliche, fand letztes Jahr noch vor den Corona-Restriktionen statt. Und das war noch eine Präsenzveranstaltung. Deswegen auch dieses Eingangsbild, weil es eine schöne Zeit war, finde ich, als man sich noch persönlich treffen konnte. Als ja die Hauptversammlungen noch Gelegenheit boten, auf die Reden von Aufsichtsrats- und Vorstandsvorsitzenden persönlich zu antworten. Als wir Aktionäre uns noch austauschen konnten, miteinander eine ganz andere Atmosphäre, ein ganz anderes Miterleben von Hauptversammlungen. Ich fände es schön, wenn es nächstes Jahr wieder Präsenzveranstaltungen gäbe, weil sie nicht zu vergleichen sind aus meiner Sicht mit virtuellen Veranstaltungen. Und bin natürlich neugierig, wie Sie darüber denken. Finden Sie, diese virtuellen Veranstaltungen sollten weitergehen, so wie bis jetzt? Denn der Gesetzgeber hat ja befristet bis zum 31.12. dieses Jahres geregelt, dass diese Veranstaltungen ausnahmsweise so durchgeführt werden dürfen. Und wie es weitergeht, ist noch offen. Also, finden Sie es gut, wenn virtuelle Veranstaltungen weitergehen? Sind Sie für hybride Veranstaltungen, also sowohl Präsenz als auch virtuell? Vorstandsvorsitzenden weisen allerdings auf die zusätzlichen Kosten, die damit verbunden sind, hin. Oder sind Sie wieder für Präsenzveranstaltungen, so wie vor der Pandemie? Schreiben Sie es mir in die Kommentare, mich würde es interessieren. Ja, und nicht zuletzt, es war die letzte Hauptversammlung von Joe Kaeser als Vorstandsvorsitzender. Joe Kaeser wird in die Geschichte von Siemens eingehen als einer der Vorstandsvorsitzenden, der Siemens in seiner Amtszeit verändert hat wie kaum ein anderer. Sein Anspruch war er zu Beginn als neuer CEO, er will Siemens besser übergeben, als er es übernommen hat, in einem besseren Zustand. Ich denke, im Großen und Ganzen ist ihm das gelungen. Siemens wurde aufgespalten. Zum einen wurde Siemens Healthineers abgespalten, ging an die Börse. Siemens hat einen Anteil von knapp 80% daran behalten und will ihn weiter behalten. Und zum anderen diese große Abspaltung letzten Jahres von Siemens Energy, ein Spin-off. Und damit ist eine neue Siemens AG übrig geblieben. Und das ist natürlich spannend, wie sich diese Siemens AG entwickelt hat und wie sich die anderen Unternehmen entwickelt haben. Zum einen, die Siemens AG war nach der Abspaltung, die ja die Börsennotierung der Siemens Energy war Anfang Oktober. Und nach dieser ersten Börsennotierung ging der Börsenkurs der Siemens AG kaum zurück. Und seitdem stieg er auf ein Allzeithoch. Also das beabsichtigte Ziel von Joe Kaeser, durch diese Abspaltung eine höhere Bewertung zu erreichen, die ist ihm allemal gelungen. Ein Allzeithoch wurde erreicht, obwohl ungefähr 35% des Umsatzes, die mit Siemens Energy verbunden waren, weggingen. Ja, und was den Gewinn anbetrifft, so ist es auch nicht schlecht gelaufen. Zu Zeiten von Corona hat sich Siemens relativ gut geschlagen. Der Gewinn unterm Strich ging um etwa 26% zurück. Der operative Gewinn, wenn man die industriellen Geschäftsbereiche, die übrig gebliebenen, vergleicht, der ging lediglich um etwa 3% zurück. Und der Umsatz, der abgespalten wurde, etwa 35% unterm Strich, hat bewirkt, dass der operative Umsatz aber lediglich verglichen in gleicher Basis um etwa 2% zurückging. Also da sieht man schon, die neue Siemens AG wird deutlich besser bewertet, deutlich höher bewertet ohne Siemens Energy. Und da wird enormes Potenzial gesehen. Diese Siemens Energy wurde als Klotz am Bein für Siemens empfunden. Es war ja die letzte Zeit ein Verlustbringer und dieser Verlustbringer ist weg.
So, was ist übrig geblieben? Die Digitalsparte, die Digital Industries als die große Hoffnungssparte, da ist der Siemens Weltmarktführer, was Industriedigitalisierung anbelangt, und da ruhen auch die großen Hoffnungen drauf, dass diese Weltführerschaft weiter behalten und ausgebaut werden kann und somit ein riesiger Geschäftsbereich entwickelt werden kann, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. Denn diese Industriedigitalisierung, die hat Fahrt aufgenommen und wird weiterhin deutlich zunehmen. Daraus könnte ein Konzern entstehen, ein Siemens entstehen, von der Bedeutung wie die großen amerikanischen Tech-Konzerne, was das Internet der Verbraucher anbelangt. Wenn Siemens eben gelingt, diese außerordentlich gute Stellung in diesem Bereich auf- und auszubauen. Und daneben gibt es die Smart Infrastructure, also den Infrastrukturbereich, der früher immer als so Sammelsurium gegolten hat für Bereiche, die irgendwie übrig geblieben sind im Siemens-Konzern. Aber auch dieser Bereich hat deutlich Fortschritte gemacht. Vor allen Dingen die softwaregetriebenen Geschäftsbereiche, die wurden immer mehr, die wurden gestärkt. Und er hat sich in alles in allem relativ gut entwickelt. Gebündelt ist darin die Gebäudetechnik beispielsweise, die Niederspannungstechnik, also alles, was auch immer mehr in softwaregetriebene Geschäftsbereiche übergeht. Und damit auch ein positives eine positive Zukunftsperspektive verbunden ist. Der dritte Geschäftsbereich, das ist Mobility. Das ist der große Bahnbereich. Da wollte ja Siemens vor Jahren mit Alstom fusionieren, mit der französischen Alstom. Die EU-Kommission hat so hohe Auflagen dran gesetzt, dass letztlich beide sagten, dann lassen wir es, dann hat es für uns keinen Mehrwert mehr. Mittlerweile hat sich das Umfeld geändert. Mittlerweile hat Alstom fusioniert mit der kanadischen Bombardier. Daraus ist der weltgrößte westliche Bahnkonzern entstanden, also ein Riesenkonkurrent zu Siemens. Und auf der anderen Seite gibt es den riesen chinesischen Bahnkonzern CRRC, der weltgrößte Konzern. Und so ist Siemens an vierte Stelle abgerutscht in diesem Bahnbereich. Also erstens CRRC, dieser chinesische Bahnkonzern, zweitens Hitachi, drittens dieser neu fusionierte Konzern aus Bombardier und Alstom und viertens Siemens Mobility. Und da ist die Frage, kann sich Siemens mit dieser vierten Stelle zufrieden geben und wollen Sie sich damit zufrieden geben? Schaffen Sie damit diese Größenvorteile, die die anderen haben, und bleiben Sie weiterhin profitabel? Können Sie den Marktanteil auf- und ausbauen oder muss dieser Bereich doch erneut fusionieren oder umgebaut werden? Fusionspartner bleiben nicht so viele übrig, die von den Kartellbehörden genehmigt werden könnten. Von daher bleibt schwierig, aber, und das ist das Positive, auch dieser Bereich hat im letzten Jahr und in den letzten Jahren sich immer besser geschlagen. Die Rendite, die Marge konnte deutlich erhöht werden. Also der neue Vorstandschef Roland Busch sagt, dieser Bereich bleibt so, wie er ist. Siemens, so wie es jetzt aufgestellt ist, das ist die Zukunft. Da wird nicht mehr so riesig umgebaut, sondern da werden jetzt die Potenziale, die in den Bereichen liegen, gehoben. Da wird die Marge verbessert, da wird die Technologie vorangetrieben, sodass die verbliebene Siemens AG ja in sich deutlich wachsen wird. Und das ist auch die große Zukunftshoffnung eben mit diesen verbliebenen vier Sparten. Die Siemens Healthineers, der Gesundheitsbereich, an dem Siemens eben diese Mehrheitsbeteiligung hat, der hat sich auch enorm gut entwickelt. Der Wert hat um 2/3 der Börsenwert zugenommen seit der Abspaltung 2018. Auch da sieht man, es hat sich gelohnt. Und in diesem Bereich werden auch weiterhin große Hoffnungen gesehen. Ja, diese vier Bereiche, das ist der industrielle Konzern. Der industrielle Kern, Entschuldigung, von Siemens mittlerweile, also Digitales, Bahn, Infrastruktur und Gesundheit. Und daneben gibt es noch
die SFS, die Siemens Financial Services. Das ist der Bankenbereich, der Kapitalbereich, wenn man so will, der die anderen Bereiche unterstützen soll. Und Umsatz, Gewinn haben sich im letzten Jahr trotz Corona relativ gut geschlagen. Von daher hat Siemens diese Herausforderungen gut bewältigt, mit der neuen Aufstellung auch. Der Aktienkurs ist nur marginal zurückgegangen, mittlerweile, seit der Abspaltung, mittlerweile wieder deutlich gestiegen, dadurch eine deutlich höhere Bewertung. Und das alles hat dazu geführt, dass die Bewertung, also diese Umsatzrendite, gestiegen ist von auf etwa 7%, weil eben der Umsatz, der abgespalten wurde, höher ist als der Gewinnrückgang, der damit verbunden war. Und damit eine deutliche Steigerung der Umsatzrendite, auch das positiv. Die Eigenkapitalrendite liegt bei gut 10%, das ist ein gutes Ergebnis. Die Eigenkapitalrenditeanforderungen, aber die internen, die Siemens an sich setzt, die wurden nicht erreicht. Siemens plant ja intern immer mit ROCE, das ist die Kennzahl Return on Capital Employed. Und da hat es auch Siemens, der bisherige Chef Joe Kaeser, nicht geschafft, die eigenen Vorgaben zu erfüllen. Daran muss der künftige Chef Roland Busch arbeiten, um diese internen Effizienzmaßnahmen deutlicher voranzubringen und die Stärke da noch herauszuarbeiten. Ja, die Dividende wurde gesenkt von 3,90 Euro auf 3,50 Euro. Auch das war eine spannende Frage. Versucht Joe Kaeser im Abgang die Dividende trotz Corona stabil zu halten? Nein, er hat es nicht gemacht. Er ist der Meinung, wir müssen da an unseren Aussagen bleiben. Und Siemens bemisst die Dividende am Nettoergebnis. Und das Nettoergebnis ist nun mal gefallen. Unterm Strich Gewinn um 26%. Das heißt, Dividende wird gekürzt von 3,90 Euro auf 3,50 Euro, etwa 10%. Dadurch ergibt sich auch eine gesunkene Dividendenrendite, weil der Aktienkurs ja gestiegen ist auf der anderen Seite, die fällt unter 3%. Leisten hätte sich Siemens die Dividendenkontinuität können, denn, und das ist herausragend, der Cashflow von Siemens, sowohl der operative als auch der freie Cashflow, haben 10 Jahres Bestmarken erreicht. Seit 10 Jahren keine so hohen Cashflows, trotz Corona, das ist bemerkenswert. Die Nettofinanzverschuldung, die ist deutlich gestiegen. Das ist ein Wermutstropfen und das ist auch ein Grund, warum Roland Busch sagt, wir lassen jetzt mal den Konzern so, wie er ist. Wir werden nicht mehr groß zukaufen. Warum ist die Nettofinanzverschuldung deutlich gestiegen? Das liegt vor allen Dingen an den langfristigen Schulden. Und das liegt wiederum an Varian. Der Siemens Healthineers, also der Gesundheitsbereich, hat den größten Zukauf in der Siemens-Geschichte bewältigt. Varian, ein Anbieter von Krebsdiagnostik und Krebstherapie, von Strahlentherapie, wurde gekauft für 16 Milliarden Dollar. Das hat die Finanzschulden in die Höhe getrieben. Damit sind aber auch enorme Zukunftshoffnungen verbunden. Und das hat dazu geführt, dass die Kennziffer EBITDA, also Earnings Before Interest, Tax and Depreciation, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Vergleich zur Nettofinanzverschuldung deutlich gestiegen ist, auf eine Kennziffer von 4. Und das würden bei manch anderen Konzernen Sorgen auf die Stirnfalten treiben. Gerade Analysten sagen, normalerweise sollte da eine Kennzahl von 3 nicht überschritten werden. Aber Siemens sagt, wenn wir diesen industriellen Kern nehmen, also das EBITDA aus dem industriellen Kern, dann errechnet sich wiederum nur ein Verschuldungsgrad von 1,3, also deutlich niedriger, damit wäre wieder alles in Ordnung. Aber auch da sind die eigenen Zielvorgaben
nicht erfüllt worden, denn da ist die interne Vorgabe eine 1. Auch aus dieser Sicht, die Verschuldung muss langfristig wieder zurückgeführt werden. Übrigens, warum sagt Siemens, wir nehmen das EBITDA vom industriellen Kern, weil der andere Bereich eben Siemens Financial Services ein Kapital-, ein Bankbereich letztlich ist, ein Finanzierungsbereich, und Finanzierung heißt hohe Fremdkapitalaufnahme, und durch diese hohe Fremdkapitalaufnahme bewirkt sie eben diesen hohen zusätzlichen Verschuldungsgrad. Es ist nichts Weltbewegendes, auch wenn man die Eigenkapitalquote von Siemens anschaut, denn die liegt über 30%, etwa bei 32%. Und da sieht man schon, dass Siemens dennoch gut finanziert ist. Und beim Cashflow sieht man es allemal, dass die Mittelzuflüsse aus dem operativen Geschäft sehr, sehr stark sind. Das erste Quartal, und das ist sehr herausragend, das lief deutlich besser als von Analysten erwartet. Siemens hat der Geschäftsjahresabschluss 30. September, das heißt erstes Quartal, sind die Zahlen gemeint von Oktober bis Dezember. Da ging es ja richtig nach oben in der Wirtschaft und das hat Siemens mitgemacht. Da haben alle Bereiche sehr, sehr tolle Leistungen abgeliefert, bis auf den Bahnbereich, da lief es nicht so gut. Würde ich mir jetzt keine grauen Haare wachsen lassen, der Bahnbereich ist ja gekennzeichnet von Großbestellungen und da schwanken die Auftragseingänge natürlich von Quartal zu Quartal entsprechend groß. Aber alle anderen Bereiche haben hervorragend abgeschnitten, deutlich besser als erwartet. Siemens Healthineers, der Gesundheitsbereich, hat die Erwartungen deutlich übertroffen, hat sogar die Prognose jetzt für das restliche Jahr deutlich nach oben angepasst. Ein Grund sind die Corona-Schnelltests, die Healthineers liefert. Da sind die Umsätze deutlich angestiegen und davon erhofft sich dieser Bereich auch weiterhin sehr gute Geschäfte für das weitere Jahr. Daneben eben diese Digital Industries, da ging es auch richtig nach oben. Da ist die Stärke Chinas zu nennen, die ja deutlich schneller aus der Corona-Pandemie herauskam, wo die Wirtschaft wieder deutlich stärker wuchs als im Rest der Welt, und das hat sich in den Digital Industries bemerkbar gemacht. Und natürlich auch der allgemeine Konjunkturaufschwung zum Ende des letzten Jahres. Ja, und der Infrastrukturbereich, auch da gab es deutliche Verbesserungen, also alles in allem. Siemens hat das neue Jahr sehr, sehr gut begonnen. Bleibt natürlich abzuwarten, wie es weitergeht, denn der Lockdown, der ist ja länger als ursprünglich geplant und niemand weiß, wie lange er jetzt noch anhält und was das wieder für Auswirkungen auf die Industrie hat, auf die gesamte Weltwirtschaft, die sich ja enorm bei Siemens bemerkbar macht, vor allen Dingen in den digitalen Industrien. Das ist die spannende Frage, das ist auch die Aufgabe des neuen CEOs Roland Busch, da weiterhin Gas zu geben. Er tritt in große Fußstapfen. Siemens-Chef Joe Kaeser, der bisherige, der hinterlässt einen großen Schatten. Er war sehr öffentlichkeitswirksam, auch von seiner Persönlichkeit. Er hat auch sehr stark auf seine eigene Markenbildung geachtet. Roland Busch demgegenüber gilt als Techniker, er ist Physiker, er gilt als akribischer Arbeiter, der sich so richtig reinfrisst in die einzelnen Bereiche und da versucht eben Stück für Stück Potenzial zu heben. Das ist es auch, was Siemens jetzt gut tun würde, dass diese Bereiche zur Ruhe kommen und dass wirklich das Potenzial aus diesen Bereichen geholt werden kann. Von daher finde ich Roland Busch eine gute Wahl. Wie es zukünftig tatsächlich sein wird, das werden wir sehen. Das war's von mir, von der Siemens Hauptversammlung 2021. Nächste Woche berichte ich übrigens am selben Tag, auch am Mittwoch, von der Hauptversammlung der Siemens Energy, dieses abgespaltenen Bereichs, der ja von vielen als Resterampe gesehen wird, wie sich der entwickelt hat. Mich freut es immer, wenn Sie dieses Video gut gefunden haben, wenn Sie mir einen Like hinterlassen, wenn Sie das Video teilen und weiterempfehlen, weil so mehr Menschen von soliden Aktieninvestitionen profitieren können. Und wenn Sie künftig kein Video mehr verpassen wollen,
dann macht es Sinn, meinen Kanal zu abonnieren. Und natürlich freut es mich wieder, wenn wir uns auch nächste Woche wieder sehen und hören bei Siemens Energy. Machen Sie es gut, bis dahin.